Hi Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Radiator 2, der HD Anniversary Edition. Ja, es ist jetzt schon eine Woche später, ich habe es nicht mehr geschafft aufzunehmen. Deshalb kann ich leider nicht zeigen, was passiert, wenn die Zeit um ist beim Schalthebel. Ja, und was ich auch noch sagen wollte ist, das Spiel ist ab 13, das wisst ihr, das hatte ich glaube ich schon erwähnt, aber das Gute ist ja, dass man sich in YouTube auch erst ab 13 anmelden darf. Das heißt, jeder, der das sieht, sollte 13 Jahre alt sein. Wer es nicht ist, ist nicht mein Problem, weil, naja. Falls ihr aber noch jünger seid, solltet ihr es euch wahrscheinlich besser nicht anschauen. Aber ja, ich freue mich schon super auf die anderen Videos, also von Sunny, Luca und Vincent. Und natürlich hoffe ich, dass ihr schöne Weihnachtsfeiertage hattet. Dieser Part hier müsste am 26. hoch online kommen. Das heißt, dass ich dann natürlich auch hoffe, dass ihr einen schönen Rutsch ins neue Jahr haben werdet und ja, den letzten Weihnachtsfeiertag noch schön nutzen könnt. Und ich würde sagen, wir springen jetzt rein in den Schalthebel. Ich bin wahrscheinlich immer noch genauso schlecht wie vorher, aber ich glaube, wir dürfen nicht so lange warten, bis wir schalten, sonst werden wir zu schnell. So, dann würde ich sagen, wie ging das nochmal? So. Ah nein, okay, stimmt. Das war Versuch Nummer 2. Erstmal warten. Ja, die coolen Musik hier. Okay, zack. Jetzt. Stick Shift. Ein Auto-Erotic Game. Auto-erotisch. Haha, Auto, ne? Und die Musik steht auch dabei. Oh, ich hoffe, das gibt kein Copyright Claim. Oh Gott, jetzt wird's schwer. Ja, ich würde sagen, ich warte kurz. Nein, 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 nein. Oh, verdammt, das gibt's doch nicht. Oh, ich glaube, ich sollte niemals Auto fahren, denn, naja, man sieht es ja. Okay. In den ersten, in den, zack, in den zweiten Gang. Hat es gerade gemacht. Und weiter geht's. Gott, der sieht echt müde aus, der Kerl. Eigentlich so mit den, von den Augen her so richtig so, die Augen nur halb auf. So, und jetzt versuche ich mich mal hier dran. Okay. Nein, das gibt's doch nicht. Ich drück doch in den dritten. Meine Güte. So kann man auch 40 Minuten voll machen, ey. Gibt's doch nicht. So. Zack. Nein, was ist das? Ich hasse dieses Spiel. So. Jetzt. Zweiter Gang. Auf geht's weiter in den dritten gleich. So. Ich will nicht wissen, wie die anderen dahinter gucken. Die denken sich bestimmt so, Alter, ist der dumm? Der Autofahrer, der kann ja nicht mal Auto fahren. Ja, ich hab's geschafft. Wow, okay. Okay, in den vierten schaffe ich es locker. Nur dann hoffe ich, dass wir nicht rausgezogen werden. So, jetzt steht er da wieder hier so, sitzt so, guckt so raus. Noch guckt er raus. Das ist ja dann auch okay. Ja, ich würde ja eigentlich ganz gerne noch weiter hier was machen. So, jetzt geht's gleich weiter hier. Okay, okay, okay. Noch ein kleines Stückchen und jetzt kommt gleich das super Geleuchte. Okay, zack. Nein! Oh Gott, nein, was mache ich? Nein! Oh, wie dumm muss man sein, Alter. Och man, jetzt hatte ich es gerade so schön geschafft. Das ist gemein mit der Maus. Ach, ich kann ja hier auch noch... Ah. Ach so, das geht. Oh mein Gott, das verstehe ich. Oh Gott. Oh mein Gott, dass mir das jetzt erst auffällt, ey. Ich spiele das Spiel schon seit, naja, ein paar Minuten und... Okay, jetzt. Geht das dann schneller voran? Ja, oder? Ich glaube, es geht schneller voran. Also es kommt mir so vor, als würde es schneller vorangehen.
Ich glaube ja. So, dann machen wir natürlich noch schneller und zack, schalten in den vierten Gang und jetzt. Bium, bium, rauf und runter. Und der hat den merkwürdigsten Blick. Scheiße, nein, das gibt's nicht. Nein. Oh, jetzt müssen wir hier wieder warten. Gibt's doch nicht. Wie soll man das denn dann schaffen? Ja, dann würde ich sagen, warte ich jetzt die 10 Minuten? Ich könnte es so machen, dass ich, während ich hier die 10 Minuten warte, dass ich es dann noch einmal versuche, aber wir könnten da während ein anderes Spiel spielen, denn ich gehe mal hier eben zurück zum Hauptmenü, denn da passiert ja jetzt nicht viel die 10 Minuten. Denn ich hatte ja gehofft, dass es nach den 3 Spielen schon vorbei ist. Warum ist das dann gelb hier? Na gut. Aber es gibt noch ein Geheimspiel sozusagen, ein verstecktes Spiel. Und das ist das hier. Das habe ich nämlich entdeckt, weil ich hatte zuerst gesehen, dass es 4 Minispiele sind und dachte, komisch, es sind ja hier nur 3. Aber ich würde sagen, wir probieren mal dieses Spiel hier aus. Condom Corpse at Voluptate... Ad voluptate et fidem. Wer Italienisch, Latein kann, der kann mir mal sagen, was das ist, was das bedeutet. Chelsea, New York City, 0200 Romeo, Saturday Night. Okay. Hey, you stand erect private, watch a crotch. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was. What's your dysfunction, Willy? This private... He needs a firm hand, don't go soft, cojones. It's cojones. Okay, private, take this wrapper. Cover those grunts across the street. Das sieht so falsch aus, diese Kanone. New mission, oh Mann, ich kann da gar nicht... Click. Scan a whole package or click to wrap it up. So? Hä? Gott, was muss ich denn da jetzt machen, Alter? Hä? Ich versteh's nicht. Achso, muss ich die jetzt alle hier scannen? Okay. Das ist auch nur ein bisschen verstörend hier. Keep it up, Private. We're saving these men. Okay. Don't blow your load, cojones. So premature. Jeez, Willy, don't be such a biter. Okay. Zur Hölle. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Spanner hier. Schrecklich, was ist das? Vincent, was tust du mir hier an? Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Click to zoom oder unzoom. Scan a whole package. Click to wrap it up. Ja, ich habe das doch schon gescannt hier. Oh nein, jetzt laufen die auch noch rum. Tag 'em and wrap 'em. 1, 2, 3. Hä? Ich verstehe das Spiel nicht. Oder muss ich etwa Rechtsklick drücken? Ist doch nicht. Können die mal bestehen bleiben hier? Hä? Muss ich endlich... Ich versuche jetzt gleich mal Rechtsklick. Wo sind denn die jetzt? Nee, Rechtsklick muss ich nicht. Hä? Ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel funktionieren soll. Hallo? Oh Gott, okay. Was zur Hölle muss ich hier tun? Okay. Keep a steady hand. Get a rhythm going.
Alles klar, wir müssen jetzt hier Kondome schießen. Oder wie darf ich das verstehen? Ja, wenn du dich hier so versteckst, dann... Was zur Hölle passiert hier? Oh Mann. Ich bin verstört, aber... Nein, jetzt ist er weg. Shit. Ach so, das bedeutet, dass die verschwinden. Jetzt verstehe ich das. Okay. Boah, ich muss hier wieder... Ist hier gerade irgendjemand? Hier unten sind viele, die stehen. Nein, was machst du? Warum haust du jetzt ab, du Idiot? Mann, gibt's doch nicht. Nein! Alter. Jetzt. Oh Gott, das ist so unglaublich blöd. I was wrong. You're well endowed with talent. Ja, Mann, ich bin so unglaublich talentiert, Kondome zu schießen. Mission accomplished. New beginnings. Moxie 0%. Die Musik ist sehr laut. Click or press A to continue. Psst, Private. Are we alone? Listen. Captain Cojones. Be careful. There's a traitor in Condom Corps. And something called Project Magnum. Aha. Captain Cojones, we need a topside. Yes, sir. Don't forget what I said. Private. Was heißt denn dieses Private? Private, forget what he said. Back to duty. Oh mein Gott. Wrap 6 packages. Aha. Okay. Na dann machen wir uns hier mal... Der hier, der sieht doch ganz gut aus. Warte... Alter. Nein! Okay. Has anyone seen Captain Cojones lately? Oh Mann. Eins haben wir schon mal. Okay. I haven't seen him since Pilates class. Okay, alles klar. Die gehen ja bestimmt alle in Pilates hier. 2. Ich kann leider nicht gleichzeitig mich darauf konzentrieren, das zu lesen. Cojones doesn't go down easily, Wang. Okay. Fine. Stay flexed and get shafted if you want. I'll search every crevice for sign of Cojones. Alter, ich kann mich nicht auf Englisch konzentrieren, während ich hier komische Penisse mit Kondomen beschießen muss. Das ist einfach nur... Strange. Okay, 3 haben wir jetzt schon. Noch 3 weitere. Oh, da hat sich einer durchs Fenster gebackt. Dann schauen wir mal hier rechts daneben. Nein! Jetzt. 4 haben wir schon. Okay, dann würde ich sagen, hier rechts unten der. 5. Und hier unten der scheint da auch ganz gut zu stehen. Oh nein, der dreht sich jetzt um Mist, okay. Nein, jetzt doch nicht. Ach, jetzt ist er weg. Ja gut, dann schaue ich mal hier. Okay, 6. Das sind jetzt... Ja, Captain Cojones is MIA because of this new guy. MIA? Was bedeutet das? War Wang. Don't shoot loads of accusations. I'll shoot as many loads as I want, Willy. Oh Mann, das ist alles so unglaublich zweideutig. Relax, Wang. Here, take some of my poppers. Was sind Poppers? This isn't over, Private. I'm watching your ass. Okay, sind wir Private, oder wie? Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Projekt Magnum haben wir abgeschlossen. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Holy shit, what the fuck? Who would? See, we should have ordered the fireproof condoms. Oh Willy, you don't think this was on purpose? Also, we gotta go. The fire escape is through the window. Wir müssen jetzt abhauen, oder wie?
New Mission. Escape Condom Corpse. Find Captain Cojones. Hold. Or. Was? Müssen hier lang? Ich verstehe gerade überhaupt nicht. Hallo, jetzt. Alter! Ich würde ja gerne laufen, aber. Hallo, kann ich hier hoch? Okay, kann ich. Was? Wie sollen wir denn Captain Cojones finden, wenn der nicht da ist, der Idiot? Der ist bestimmt hier oben auf dem Dach, wetten. Oh. Oh nein, jetzt müssen wir hier rüber, oder wie? Oh Gott. Wie soll das denn gehen? Captain, you're alive. The condom corpse Haku was. Stay back, it's a trap. Johnson has us in his grip. Ach, da ist der Captain Cojones. Oh mein Gott, bin ich blind. Sorry, boys. Afraid I can't let you all leave alive. General, you set the fire and Magnum. Was ist mit Magnum? Magnum is classified on a need-to-know basis. Aha. And right now you all are on a need-to-die basis. On behalf of Magnum. Jetzt müssen wir den bestimmt, ne? Alter, gibt's doch nicht. Gibt's das nicht? Bleib doch jetzt da, du blöder Ding hier. Alter. Gibt's doch nicht. Jetzt. Jetzt werden wir ihn hier auch noch besiegen mit unserer Kondomschusspistole. Curse you, Corpse. Oh mein Gott. If I'm going down, I'm taking you greedy ass buttons with me. Aha. Oh nein, wir sind gestorben. Oder? To be continued. Nee, muss nicht sein. Ist okay. Also, das war die Geschichte. Wir waren wohl in diesem Kondomchor und mussten Männer mit Kondomen beschießen. Und dann gab es da so eine Organisation und der eine, der war böse und hat versucht, uns umzubringen. Würde ich jetzt mal so nennen, ne? Okay, ich glaube, ich kann dieses Spiel, ich kann nie wieder schlafen, ohne normal zu... Okay, probieren wir jetzt nochmal einmal den Stick Shift und wenn es dann nicht geht, dann würde ich sagen, ist gut genug mit dem Spiel. Ich habe definitiv genug davon. Okay, ich würde sagen... Nee. Ich wollte doch hier... Achso, vielleicht sollten wir in den ersten Gang schalten, ne? Und jetzt. Miau, miau. So. In den zweiten Gang. Crybaby by Davy and the Chains. Used with permission. Oh, da könnte ich dann natürlich Probleme bekommen. Ich hoffe nicht, aber... Ach, kann ja halt passieren, ne? So, gleich gehen wir in den dritten Gang. Geschafft. Oh Gott, Alter. Ich bin so konzentriert, wenn ich den Gang schalten muss. So bescheuert. Dann massieren wir hier mal noch ein bisschen Schalthebel. Ja, ne? Wee, 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 wee. Yeah, die Musik ist echt cool. Da kann man richtig abdancen zu. So, dann würde ich sagen, geht's jetzt gleich weiter hier. Okay. Zack. Vierter Gang. Oh Gott, die Augenlider. Ihh, wie die zittern, als würden die im Wind wackeln. Nicht schön. So, jetzt komm schon. Wenigstens einmal kurz in den fünften. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt. Ja! Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, den fünften Gang. Oh mein Gott, ja, was passiert denn jetzt eigentlich hier? Sollen wir dann wieder runterschalten, oder? Okay, ich glaube, das Auto wird wahrscheinlich explodieren. Oh, wir können den sechsten Gang schalten, alles klar.
Okay, das war's? Oder wie? Ja, wir haben es geschafft. Na, das ist doch das perfekte Ende. Dann sind wir hier jetzt fertig und können 11 Minuten warten. Und das sieht so unglaublich falsch aus mit dem Auspuff und der Kippe, ne? Naja, ich würde sagen, ich werde den Part hier beenden. Ich hoffe natürlich, dieses Spiel hat euch gefallen. Ob man das Gefallen nennen kann, kann ich irgendwie schwer sagen. Ja, ich hoffe natürlich, ihr hattet eine schöne Weihnachtsfeiertage und... Ja, wenn ihr Spiele habt, die ihr gerne wollt, dass ich die spiele, also Vorschläge habt, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich würde gerne noch andere Spiele außer Sims spielen. Ja, und jetzt hoffe ich natürlich, dass ihr noch einen schönen weiteren Weihnachtsfeiertag habt und dass ihr einen guten Rutsch in das neue Jahr haben werdet. Und ja, ihr könnt in der Playlist, die hier eben ist, ich habe ja alle Videos von allen, von uns, vom Schrottwichteln, also auch von Luca, Sunny und Vincent, in diese Playlist gepackt. Und ja, da könnt ihr euch alle anschauen und euch über uns lustig machen, was wir für schreckliche Spiele spielen mussten. Und ja, ich hoffe natürlich, ihr habt Spaß mit diesem Spiel und den anderen Spielen. Und ja, tschüss!